50 Kilometer vor Rotterdam sucht die Mannschaft der Ensco im Meer nach Öl. Die Chancen, welches zu finden, haben sich durch die erste Probebohrung weiter erhöht. Denn das Gestein über dem vermuteten Ölreservoir besteht aus Schiefer, also aus einer gut abdichtenden Gesteinsschicht. Die Probe wurde bei 1400 Metern entnommen. Jetzt wird weiter in die Tiefe gebohrt. Die Roughnecks montieren Rohr um Rohr des Bohrgestänges. 12 Stunden Plackerei am Tag mit voller Konzentration. Schlamperei ist hier lebensgefährlich. Richard, warum gehen jetzt alle in Deckung? Ja, da ist so viel Kraft auf die Zange. Und ich habe einmal erlebt, dass die Zange mal in 1000 Stücken mal verspringt. Und dann haben wir Leute, die mal verletzt können. Auch der Kapitän der Insel, George Burse, weiß von zahlreichen Unfällen zu berichten. Ich habe schon einige fürchterliche Tragödien gesehen. Ich erinnere mich noch. Vor einiger Zeit war da mal ein unglücklicher Roughneck. Der ist im Bohrturm zerquetscht worden, weil ein Teil des Equipments versagt hat. Er ist gestorben. So etwas passiert nur sehr selten. Die Industrie hat in den letzten 10, 15 Jahren große Fortschritte gemacht in puncto Sicherheit. Waren Sie selbst mal in Gefahr? Ich denke, jeder, der seinen Fuß auf eine Bohrinsel setzt, begibt sich in eine gefährliche Welt. Im Bohrturm laufen jetzt die Vorbereitungen für die zweite Kernbohrung. Für die Crew der angemieteten Plattform ein Job wie jeden Tag. Für die Kunden, die Feba-Leute, geht es dagegen um viel Geld. Bei 50.000 Dollar Tageskosten ist jede Fehlbohrung ein teurer Rückschlag. Gewissenhaft wird der Kernbohrkopf gereinigt. Was machen Sie da gerade? Die Düsen sind alle verstopft mit Ton. Bei diesem Typ Bohrer kommt die ganze Spülung durch die Düsen. Nichts kommt durch die Mitte. Da sitzt ja der Kern. Ich muss die Düsen jetzt für den nächsten Einsatz freimachen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Roughnecks lassen den Bohrkopf wieder herunter. Er soll eine zweite Gesteinsprobe holen. Der Kernbohrer setzt dort an, wo er beim ersten Mal aufgehört hat. In einer Tiefe von 1400 Meter. Diesmal soll er nicht die Deckelformation kernen, sondern ins Schwarze treffen, ins Ölreservoir. Seit 13 Tagen bohrt die Ensco jetzt vor Rotterdam nach Öl. Die momentane Besatzung hat 9 Schichten à 12 Stunden auf dem Buckel. Strapazen, die altgediente Roughnecks wie Rod Blackwood gewöhnt sind. Der 30-jährige Schotte kommt aus Aberdeen, einer Stadt, die vom Ölbusiness lebt. Rod hatte nur 2 Möglichkeiten, ein Job in der Ölbranche oder arbeitslos. Rod fiel die Entscheidung nicht schwer. Schließlich verdient er hier an Bord 3.000 Euro in 2 Wochen. Um 3 Uhr morgens ist seine Nachtschicht zu Ende. Das ist unsere Unterkunft hier für die 2 Wochen Bohrinsel. 2 Betten, ein kleiner Raum, 2 Stühle und eine kleine Dusche, eine Toilette. Das ist alles. Ist es schwer für Sie, in der Nachtschicht zu arbeiten? Nein, ich bin tatsächlich ein Nachtmensch. Unterm Strich finde ich es härter, auf dem Festland zu arbeiten und einen Job zu haben, der von 9 bis 5 Uhr geht. Der Vorteil hier ist, man braucht nicht zur Arbeit fahren. Alles wird für einen gemacht, Wäsche und so weiter. Alles, was man tun muss, ist zur rechten Zeit aufstehen und zur Nachtschicht gehen. Die Leute vertrauen sich hier gegenseitig. Man verbringt 6 Monate im Jahr miteinander. Man sieht die Leute häufiger als die eigene Familie. Eigentlich ist das hier die Familie. Der nächste Morgen. Die Tagschicht im Bohrturm zieht Rohr für Rohr nach oben. Der zweite Kern wird erwartet. Der spannendste Moment für Supervisor Richard van Ravestien. Es ist jetzt für uns die Tag des Entscheidungs. Und wir nehmen eine Probe hoch. Und
Das können wir anschauen, oder Öl oder Gas drin ist. Öl, Gas oder vielleicht doch nur Wasser? Für das Unternehmen die Millionen-Dollar-Frage. Jetzt soll sie beantwortet werden. Der Kernbohrer kommt mit der Gesteinsprobe nach oben. Sofort werden die Rohre, in denen sich der Kern befindet, aufs Deck transportiert. Jetzt steigt auch die Anspannung der Crew. Hier im Container der Geologen die Stunde der Wahrheit. Evelyn Rosendahl und Matthias Schöbel prüfen kleine Gesteinsproben, die sie dem Kern entnommen haben. Die mikroskopischen Untersuchungen sind unerlässlich, denn das Öl wäre in den Poren des Gesteins mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Dann das Ergebnis. Es ist negativ in der Hinsicht, dass wir keine Anzeichen von Kohlenwasserstoffen haben. Und auch keine Fluoreszenzanzeichen. Auf der rechten unteren Seite kann man ein Gesteinsbruchstück erkennen, das bei irgendwelchen Ölanzeichen unter Fluoreszenz gelblich leuchten würde. Und nachdem es das nicht tut, heißt das? Keine Ölanzeichen. Wir sind nicht sicher, ob wir schon im Reservoir sind oder nicht. Wir werden jetzt den Kern öffnen und die unteren 4 Meter genauer untersuchen. Dann werden wir entscheiden müssen, was sinnvoller ist, weiter zu bohren oder weiter zu kernen. Krisensitzung. Soll eine weitere Probe genommen werden oder geht man erstmal noch weiter in die Tiefe? Und wenn, wie tief? Die Entscheidung kommt schließlich aus der Unternehmenszentrale in Den Haag. Ja, wir sind fertig mit Kernen. Wir bauen jetzt die Bohrkopf wieder rein. Und dann versuchen wir noch ungefähr so 350 Meter weiter zu bohren. Das ist nur, ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück damit, dass wir da noch etwas finden. Wertvoll ist auch natürlich, dass wir da noch mehr Informationen daraus kriegen für die Geologen. Aber morgen früh ist bestimmt wissen wir wohl mehr oder etwas finden oder nicht. Der nächste Morgen, die allerletzte Chance. Noch einmal kommt der 8,5 Zoll Bohrkopf zum Einsatz. Er soll sich bis auf 1700 Meter vorarbeiten. Jetzt heißt es ein letztes Mal warten und hoffen. Die geplante Bohrtiefe ist erreicht. Und es gibt erste Nachrichten aus dem Bohrturm. Schlechte Nachrichten. Die kleinen Gesteinssplitter, die beim Bohren durch die Spülung nach oben gelangen, weisen keinerlei Anzeichen von Öl auf. Bittere Enttäuschung. Wie sieht jetzt das Resultat der Explorationsbohrung aus? Naja, leider haben wir auf dieser Lokation nichts gefunden. Aber im Durchschnitt braucht man so ungefähr 3 bis 5 Bohrungen, für die man überhaupt was findet. Trotzdem haben wir auch wertvolle Informationen für die Geologen und auch für vielleicht Bohrungen in der Zukunft hier in der Nähe. So, wenn wir diese Woche alles abgedichtet haben, dann fangen wir nächste Woche an mit dem Jackdown und dann machen wir ein bisschen weiter naar eine andere Bohrung. Absenken, umziehen, wieder bohren. Das Spiel beginnt von vorn. Ein Spiel mit kalkulierbarem Risiko. Diesmal hat das Unternehmen rund 6 Millionen Euro verloren. Doch wenn eine der nächsten 4 Bohrungen Erfolg hat, hat sich der Einsatz für Weber Oil & Gas gelohnt. Denn die Gewinnspannen in der Ölbranche sind extrem hoch. Die Ensco 100 auf dem Weg zu neuen Ölfeldern.